So, und damit wieder ein recht herzliches Willkommen bei uns auf unserem Kanal zu einer neuen Folge The Last of Us Part 2. Und in der letzten Folge sind wir in dem Theater hier angekommen mit Ladina. Und wir gucken uns jetzt mal hier das Theater mal ein bisschen an, was hier so eventuell ist oder vielleicht auch nicht. Hoffentlich haben wir hier keine Gegner, hoffentlich haben wir hier ein bisschen Ruhe. Aber dementsprechend können wir jetzt eben dann auch mal ein paar Sachen eventuell looten. Ja, wie die Pillen. Pillen sind immer gut. Wir werden jetzt auch gleich, nachdem wir jetzt hier einmal unsere Loot-Runde gemacht haben, wir werden auch, ich habe mir jetzt vorgenommen, einfach mal nicht ganz so genau zu looten, sondern einfach mal so ein bisschen durchzurennen und einfach zu gucken von wegen, okay, blitzt was auf, blitzt nichts auf. Weil das Loot nimmt ja dann doch immer sehr, sehr, sehr viel Zeit weg. Ja. Ja, dementsprechend gucken wir uns jetzt einfach mal hier so ein bisschen um, was wir hier so finden oder vielleicht auch nicht. Und ja, schauen wir weiter. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt, Dina hat uns heute mitgeteilt, oder nicht heute, sondern in der letzten Folge hat sie uns mitgeteilt, dass sie eventuell schwanger ist. Ja, und ja, jetzt gucken wir mal, was aus der Geschichte denn noch wird, weil sie hat ja vorher so einen Freund gehabt, keine Ahnung mehr wie er heißt, das war so ziemlich in der ersten Folge, von dem sie sich ja irgendwie getrennt hat und pipapo bla bla. So eine On-Off-Beziehung mäßig und ja, dementsprechend war oder ist ein bisschen komisch. Jetzt haben wir hier erstmal einen Zettel gefunden. 4. September. Ich, Paris, Green, Adams haben es vor 2 Tagen zum Horchposten geschafft? Oder meinte er einen Hochposten? Okay, Horchposten geschafft und bisher läuft es insofern gut, dass die WLFs hier noch nicht aufgetaucht ist. Okay. Die Stadt ist an die WLF, gefallen. Nur durch pures Glück und gutes Timing konnten wir aus dem Hauptquartier entkommen. Torres, Ward und die anderen sind wahrscheinlich tot. Wir haben hier unser Lager aufgeschlagen. Im Moment bin ich einfach nur froh, dass ich am Leben bin. 6. September. Ich kann nicht schlafen. Ich habe hohes Fieber. Keine Medikamente. Ich habe überall gesucht. Wir haben nichts außer unsere Uniform über Funk. Ja. Gut, gibt's noch auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite gibt es auch nochmal eine Longtime-Story. Warte. Wollen wir natürlich auch lesen. Kriegen wir keinen Kontakt? Wie viele von uns haben es rausgeschafft? 7. September, ich habe immer noch Fieber. Ich habe keine größeren Wunden, es kann also eigentlich keine Infektion sein. Die anderen wollen warten, bis es dunkel wird und dann im Krankenhaus Medikamente für mich besorgen und Vorräte für die weite Reise, wohin auch immer. Sie sind echt okay. 10. September. Das dürfte nicht so lange dauern. What? Okay. Die Notiz ist alt. Ja. Lieber vorsichtig. Okay, hier geht's nochmal nach oben. Hier gehen wir erstmal nochmal kurz hier. Es gibt hier so viele Flaschen, es gibt hier so viel Stuff. Und ich kann eben halt leider Gottes nicht immer alles mitnehmen. Wir haben in der letzten Folge das auch schon gehabt, dass wir eben halt Munition liegen lassen mussten. Ist nicht optimal, aber ich kann witzigerweise, beziehungsweise ich kann nicht mehr Munition mitnehmen. Und Großsachen herstellen kann ich aktuell auch noch nicht. Oder nicht mehr. Hier war gerade noch was. Eine Sammelkarte. Let's take a look of this Sammelkarte. Beyond. So, dann gucken wir doch mal. Beyond. Echter Name Imani Graves. 80, also Intelligenz 80, Muskelkraft 40, Zugehörigkeit keine. Nach einer Nahtoderfahrung ist auch gut. Nach einer Nahtoderfahrung und einem 2-wöchigen Koma fand diese erfahrene Polizistin heraus, dass sie von unserer Welt in die Welt der Geister reisen und mit den Toten kommunizieren konnte. Unter dem Namen Beyond verbringt sie jetzt die Hälfte ihrer Zeit mit der Aufklärung von Mordfällen und die andere Hälfte als spirituelles Medium für trauernde Familien. Ihre Ausflüge in die Geisterwelt beschleunigen allerdings deutlich ihren eigenen Verfall. Sie sieht deutlich älter aus als sie ihre 35 Jahre. Wie viel Zeit bleibt ihr noch? Sie ist eine Heldin. Ja, ist natürlich ärgerlich, wa? Wenn du jetzt in die Geisterwelt abdriftest und dann auf einmal extrem älterst. Ist das so eine Sache? Ja. So, jetzt take a look. Take a look. What is this? Warum ist hier eine Schlaufe? Okay, ich kann hier also raus. Nice. Kann ich
Kann ich denn hier draußen auch was sehen? Ja, hier gibt's noch eine Leiter. Und eine Leiter hoch. Eine Leiter hoch ist natürlich nicht verkehrt. Wir gehen jetzt einmal ganz kurz hier rein. Dann gucken wir nochmal kurz, wo das Ganze hier hinführt. Wow. Okay. Okay, können wir noch ein paar Utensilien mitnehmen. Wir haben hier noch eine Notice. So, dann lass uns doch mal die Notice lesen. September, 13. September. Ich glaube nicht, dass sie zurückkommen. Sie kommen nicht zurück. Entweder sind sie überfallen worden oder sie haben mich im Stich gelassen. Es ist nicht meine Schuld, dass ich krank geworden bin. Wenigstens ist das Fieber jetzt weg, aber dafür sterbe ich vor Hunger. Ich sollte mir in den Häusern hier was zu essen suchen und dann mal sehen, ob ich irgendwen über Funk erreichen kann. 15. September. Der Dauerregen bedeutet zumindest, dass ich nicht verdurste. Leider setzt dadurch auch ständig die Stromversorgung aus. Nicht gerade günstig, wenn man funken will. Nicht? So, lass mich raten. Ich kann das hier noch wenden. Jupp. Nicht, es antwortet ja sowieso niemand. Die WLF kann unmöglich alle Fedora-Hochposten ausgelöscht haben. Niemals! Ich muss es weiter versuchen. 16. September. Ich habe geträumt, dass ich an einer Schusswunde verblutet bin und sie lachend daneben gestanden haben. Vor einer Stunde bin ich aufgewacht. Ich habe am ganzen Körper gezittert. Ich brauche eine Zigarette. Man sollte ja meinen, dass in einem Theater irgendwo ein oder zwei Päckchen herumliegen. Aber nichts. 19. September. Der Strom ist schon wieder aus. Ich werde mal aufs Dach steigen und nachschauen, ob ich ihn wieder zum Laufen kriege. Okay, deswegen kommen wir nämlich auch aufs Dach. Okay, verstehe. So, hier könnten wir funken, was wahrscheinlich nicht funktioniert, weil wir keinen Strom haben. Richtig? Na? Ich muss den Strom einschalten. Habe ich mir fast gedacht, dass du den Strom einschalten musst. Bevor wir jetzt aber den Strom einschalten, gucken wir uns nochmal ganz kurz die Pillensituation an. Wir haben 103 Pillen. Könnten hier The Next Step machen mit Lauschmodus. Wir könnten hier mehr Rauchbomben anfertigen. Ist natürlich gar nicht mal so schlecht. Kriege ich eine Rauchbombe mehr. Lauschmodus. Gegner, die du im Lauschmodus siehst, werden deutlicher angezeigt. Hätte er eins gedrückt, um nahe Gegner durch die Wände zu spüren. Buch nötig. Finde Trainingsbücher, um neue Verbesserungen freizuschalten. So, was haben wir denn hier? Bewege dich in der Bauchlage schneller. Erhöhe die Haltbarkeit gefertigter Schalldämpfer. Und lautlose Kills werden schneller ausgeführt und bleiben eher unentdeckt. Wir werden erstmal damit gehen. Und dann werden wir uns in der Bauchbewegung schneller bewegen. So, damit haben wir erstmal wieder ein paar Pillen wieder verbraten. Hier haben wir noch Werkstuff. Das können wir nicht anmachen. Da fehlt uns noch ein bisschen. Beziehungsweise da fehlt uns nicht ein bisschen, sondern da fehlt uns einfach nur Strom. Den werden wir uns jetzt mal gucken, dass wir uns den jetzt hier wieder anmachen. Ich habe aber die Vermutung, dass wir eben halt mit dem Strom natürlich wieder sehr viel Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Von anderen Leuten. Oder gegebenenfalls andere Zombies. Shit. Bist du hinüber? Warst wohl kein besonders guter Elektriker. Ja. Hallo? Hallo? Schnibbi, Schnabbi, Schn... What? Schnibbi, Schnabbi, Schnubbi. Geht doch. Meine Güte. Geschafft. Geschafft. So, damit haben wir... Ja, okay, das würde ich jetzt da an seiner Stelle auch nicht anfassen. Just... for the case. So, dann gehen wir mal wieder runter und gucken mal, ob wir über Funk jemanden erreichen. Ich glaube nicht. Also, ich glaube nicht, dass wir jemanden erreichen, aber who knows. Problem ist, dass wir jetzt natürlich auch unsere Position eventuell frei oder dadurch offenlegen. Falls jetzt jemand anderes auf dem Kanal horcht, wie zum Beispiel die WLFs. Oh! Was ist das? Ein Schlüssel. Okay.
Okay. Also mit dem Schlüssel können wir eventuell ja hier die eine Tür öffnen, die verschlossen ist. Gut, jetzt haben wir hier natürlich überall Licht. Hier waren keine Türen, ne? Ne, hier waren keine Türen, sehr gut. Gut, dann gehen wir mal wieder runter zu Diener. Le Diener. Hallo? Wo sind wir denn hier hergekommen? Achso, von hier, ja klar. Logisch, wir sind die Treppe rauf. Also müssen wir natürlich, wenn wir wieder zu Diener wollen, die Treppe runter. Diener schläft, okay. Kann ich Diener irgendwie anquatschen? Achso, Diener kann ich nicht anquatschen, weil. Okay, sie ruht sich aus. Sollte sie ja auch. Hier sind wir falsch. Wo war denn die Tür, die wir vorhin gesehen haben? Ach, hier. Das ist die große Frage der Fragen. Ist das so clever, die Tür jetzt aufzumachen? Und surprise, surprise. Okay. Okay, da kommt keiner. Okidoki. Hat sich hier irgendwer irgendwas irgendwie versteckt? Oder warum war die Tür abgeschlossen? Ich gehe jetzt mal ganz stark von aus. Kann ich jetzt hier. Ey, sag mir nicht, dass ich noch durch die Reihen rennen kann. Okay, kann ich nicht. Das finde ich ganz gut. Weil ansonsten, wenn du jetzt looten wollen würdest, müsstest du alle Reihen durchrennen. Ich meine, es gibt ein paar Verrückte. Ja, das will ich gar nicht sagen. Oder ich kenne mich ja selber auch. Ich würde es, wenn ich es nicht aufnehmen würde, würde ich es wahrscheinlich auch machen. Wenn ich die Möglichkeit dazu hätte. Aber das machen wir jetzt heute nicht. Because of, wir gucken uns jetzt erstmal noch hier ein paar Notizen an, beziehungsweise, what? Sick Habit? Krass. Brick Shit Houses? Pineapple Theater? Or Precise to Seattle Children's Center? Okay. What? Sick Habit, Setlist, Settle for Less, Who Can Say? Once more, Überleitung zu Into the breach, hideout, running towards my problems, possessions, the light of two minds. Zugabe, Armstrong and Holy and QED. Ja und ja. So, wir gucken jetzt mal kurz auf the clock. The clock sagt, okay, wir könnten noch ein bisschen. Dann gucken wir doch mal hinterm Vorhang, was wir hier noch so finden. Gruselig. Niemals. What? Ellie findet wieder eine Gitarre. Gibt's einen neuen Song? Who knows? Who knows? Jawohl. Okay. Erstmal eine Runde stimmen. Und jetzt geht's los. You know.